tolles Instrument, oder? Was ist es genau? Sag mir. Das ist eine 1938er Gibson ES-150. Charlie Christian. Wahnsinn, oder? Kannst du vorstellen, Charlie Christian, einer von den ersten Killer Bebop mit Benny Goodman, Gitarrespieler, hat so ein Gitarre gespielt. Das ist unfassbar, das ist eigentlich eine der allerersten, aber wir werden uns dann danach nochmal, glaube ich, genauer mit den Gitarren auseinandersetzen. Herzlich willkommen zu Supergen TV wieder. Wir haben wieder zu Gast John Paver. Hallo. Und es war so interessant, was du uns letztes Mal erzählt hast. Wir haben in der ersten Folge gehört, wie du Gitarrist geworden bist, wie das eigentlich so damals auch gelaufen ist. Ja? Mhm. Und heute würde mich total interessieren, wie es dann weitergegangen ist eigentlich, weil du bist dann du warst eigentlich etabliert, du hast sowieso schon jeden Abend in der Band gespielt. Sieben Nächte in der Woche, das war absolut normal für uns in Boston. Und ich erinnere ganz gut, einmal sind wir eine andere Band von Chicago war dort. Und ich bin mit Steve, der damals der Schlagzeuger, wir sind beim Essen und der war ein Junge. Und natürlich, er hat tanzen und können und Trompett spielen. Vielseitiger Musiker, wirklich ein Showman. Wir sind ein Band, wir spielen Top 40. In unserer Rede, er sagt, wann hast du denn frei? Ich sage, frei. Ja, nach dem Gig habe ich frei, bis der nächste Tag. Er sagt, aber du, wie oft arbeitest du? Ich sage, sieben Nacht. Ich sage, das geht nicht. Was heißt, geht nicht? Ich sage, es ist nicht erlaubt. Die Gewerkschaft erlaubt es nicht in Chicago. Du darfst nur 5 Nächte arbeiten. Ach so? Du darfst nur. Und dann die nächsten 2 Nächte entweder jemand als Vertreter oder was noch. Aber wir waren verblüfft, was? Aha. Ich muss nicht 7 Nächte und 2 Jams. Okay. Wow, das war neu für mich. Natürlich, das war nichts geändert. Ich habe weiter gespielt. Mhm. Okay, gut. So, wir sind beim ungefähr 1970. So, das war von 64 bis 70. 70 habe ich eine Band, heißt The Happenings, kennengelernt. The Happenings haben viele Hits gehabt. Einer heißt I Got Rhythm. Okay. I Got Rhythm, I Got Music. Der just Standard, aber Rock and Rolls. Okay. And Mammy, the Bob Miranda, der Leadsänger, sehr hohe Stimme. Das war mein erstes Mal mit einem Sänger, wer singt so hoch. Ich meine, Everett hat sehr gut gesungen, aber hauptsächlich Fats Domino, Ray Charles und James Brown. Otis Redding. Okay, gut. So jetzt ist es 4 Stimme und Harmonien, fantastische Harmonien, Close Harmonies. Mhm. Und ich habe befreundet einfach, entsprechend zusammen und gehört, brauchen einen Bassist. Okay. So, oh, das klingt aber interessant. Und ich war gerade ausgestiegen von Everett, ich war in einer anderen Band kurz. Und wir haben für die Platters gespielt. Aha. Herb Reed in the original Platters. Und Herb Reed, ich war immer der Bandleader. Und Herb Reed war sehr begeistert mit mir. Und hat gesagt, möchtest du mein Bandleader sein? Okay. Und wir haben Geld gesprochen und sowas. Und ich sollte mit Herb Reed in the Platters arbeiten. Aber die Happenings haben mir sehr, sehr gut gefallen, die Jungs. Und als ich gehört, dass sie brauchen einen Bassist, ich habe gesagt, ja, ich würde gerne probieren. Ich sage, ja, aber du bist Gitarrespieler. Ja, warum? Ja, Bass spielen? Mhm. Ja, aber würdest du zufrieden? Ja, natürlich. Mhm. Ich habe dann probiert, ein paar Lieder. Ich sage, ja, fein, spielen kannst du. Aber wir fahren heute nach New Jersey, das ist für Boston. Wir fahren heute nach New Jersey und übermorgen wir spielen. Wir brauchen jemanden. Ich sage, ja, gut, dann bin ich dabei. Mhm. Aber du hast gerade das Ding mit der Platters. Ja, kein Vertrag, wir haben nur gesprochen. So, ich rufe Herr Bahn und sage... Weil die Platters, das war die Band, die Only You. Und so, Only You, die ganz große Band. Yeah, My Prayer. Und, so schön. Yeah. Ja, da haben doch fantastische Noten. Mhm. Gut genoten. Good book. Book. Good lesbar book. Okay. Ja, das war gut lesbar book. Und das war für mich richtig Spaß. Mhm. Aber The Happenings haben...
the rhythm, hey, rhythm. Es war, ich war noch ein bisschen jung. Mhm. Ja, ich möchte ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Nicht so viel. So, gut. So, hat gesagt, okay, du kannst mit uns fahren, aber wir haben nur den Bus und hinten sind die Boxen für das PA-System. Mhm. Die gibt einen Platz oben. So, damals war ich nicht so groß. Und ich liege auf den Boxen um. Und wir fahren von Boston nach New Jersey. Und haben mich abgeliefert in der YMCA. Okay. Und der YMCA habe ich dann, ich glaube, $12 in der Woche für ein Zimmer mit einem kleinen Heizungsgerät und einem Bett. Aha. Basta. Und nicht weit entfernt von der Orgelspieler, ein gewisser, ich habe vergessen seinen Namen, Entschuldigung, der ist gestorben, aber ist ein fantastischer Orgelspieler, Jazzer. Mhm. Er war ein richtiger Fan von Parker. Und hier ist das Jazz-Ding passiert. Okay. Ja? Weil Alex Giglio, Alex Giglio, er hat Orgel, wirklich tierisch, war Monster-Jazzer. Und ganz hip und immer Rauch gefühlt. Und ein Tag, ich bin bei ihm und er hat den Donna Lee. Mhm. Er sagt, kennst du Donna Lee? Ich sag, nur von dem Namen. Ich kann sie nicht. Nein, das ist sein Lied. Und er gibt mir die Noten. Plebittischer. Das ist. Ich sag, nein, das ist nicht so schwer. Schau hier. Ich sag, yes, aber es ist alles zusammen. Ja, aber du fängst an langsam. Und er hat mir das beigebracht ein bisschen. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich dumm. Ich habe gedacht, dass Leute wie Charlie Parker und Bird und all die Jungs haben einfach Noten gespielt. Mhm. Ich meine, du hast deinen Finger drauf und dann hast du das Gleiche. Oder? Okay. Also einfach irgendwas haben die gespielt, hast du gedacht. Genau. Und er hat gesagt, nein, er spielt alles absichtlich. Aha. So, ach Quatsch. Und dann. Ich bin sehr dankbar. Alex Giglio hat mir dann eine Schallplatte rein und dann hat mir gezeigt und dann der Harmonien und dann habe ich von Flat 5 und Flat 9, das ein Wert haben, muss nicht sein. Ich meine, 3-7 reicht, aber ein bisschen Farbe dazu. Ja. Und dann hat mir gezeigt, wie das, du kannst hier das tun und dann du das mit, natürlich mit dem Bass hatte und wow, das war so schön und dann. Und ich war ein Bassspieler in der Band. Okay. Ja, er hatte Orgel, aber ohne Bass. Ich habe den Bass gespielt. Und, aber er hat mir immer geholfen. Ah, es war sehr schön. Das war, und dann so 71, 72 bin ich mit The Happenings. Wir haben doch interessant, vielleicht, weiß ich nicht. Wir haben einen Schlagzeuger gehabt. Er hat gerade von The Road, from with the, der fantastische Weltmeister Vibes-Spieler Hampton. Lionel Hampton. Gerade vom. Er war auf Tour mit Lionel Hampton. Er war auf Tour. Und er ist heim. Und wir brauchen einen Schlagzeuger. Mhm. Wir fahren nach, glaube Georgia. Mhm. Und, oder sagen wir nicht, irgendwo in der Südstaaten war das. Und, okay. Und er sagt, cool. Und dann, Gott, der hat gespielt. Ich meine, I Got Rhythm hat nie so geklungen. Uh-huh. Weißt du, wenn man spielen kann? Yeah. Oh, ich war so glücklich, ein Bassspieler. Uh-huh. Ich, der Schlagzeuger, tierisch. Und wir fahren da runter und wir kommen zu dem Gig in Südteil USA und bringen unsere Sachen rein und der Lokalbesitzer sagt uns, wer ist das? Wer? Ihm. Sagt unser Schlagzeuger an. Sagt, ja, unser Schlagzeuger. Er sagt, not here. Mhm. So, wir sind von New Jersey. Ja, so, was heißt das? Warum denn? Er sagt, ja, well, wenn du möchtest, fine. It's okay mit mir. Aber ich bin. Du solltest vielleicht jemanden von hier im Dorf nehmen. Ach ja? So, nein, ohne ihn spielen wir nicht. Okay? So, wir haben mit ihm gespielt. Es war sehr ruhig in der Lokal. Und an dem Abend, wir fahren zum Hotel. In dem Hotel war ohne Schmarrn Autos mit der Beleuchtung an dem Hotel.
rum, das ganze Motel. Wir haben die Message bekommen. Mhm. Wir haben Sachen zusammen, im Bus, Auto, und weg. Und wir sind wie ein Parat bis zur nächsten Stadt. Wahnsinn. Das heißt, dort unten war das einfach nicht akzeptiert, dass... Keine schwarze Musik. Keine schwarze Musik auf der Bühne, oder? Wahnsinn. Ja. Und das hast du oben im Norden, hast du das nicht erfahren? Oh, so? Mensch. Ja. Wer? Denn in Boston? Nein. Mhm. Da war das ganz normal, dass man auch... Unsere Entertainers waren hauptsächlich schwarze. Aha. Fantastisch. Ja. Und mein ganzer musikalischer Freundschaft war... Halb Schwarze. Und oh, das war für mich. Nein, das war neu für mich. Und okay. Mm. Lesson learned. Mm. Bisschen spät. Ich war kein Kind mehr, weißt du. Aber ja, ich habe dann. Okay, gut. Das war ja, die Geschichte. Ja, das glaube ich, ja. Aber das heißt, mit den Happenings habt ihr richtig dann auch andere. Also auch in the Mill Hill. Interessant. Oh, das ist interessant. Yeah? Das ist interessant. Kannst du vorstellen, Hyannisport, Mill Hill Club, das ist genau dasselbe Club, wo ich mit Everett Miles seine Band in Cape Cod gegründet. In Cape Cod, selber Lokal, selber Hotel, selber Hausi hinten. Aber Jahre später, viele Jahre, wir reden hier von 64 bis 74, fast 10 Jahre später. Ja, sind wir mit den Happenings in die Highness, selbe Lokal. Mm-hmm. Wir singen uns, I got rhythm, I got rhythm. Und die Show endet und kommt runter von ganz hinten ein langer, junger Kerl mit einem fantastischen Leckerl, ein großer Kerl, ganz toll. Und sein Arm ausgereicht zu mir. Er sagt, aus, fantastisch, was ist, fantastisch, ja. Mensch, du singst, du spielst Wahnsinn, fantastisch. Ah, mein Name ist Jerry Pulzi, ich bin Sänger und Schlagzeuger mit Frankie Valli in the Four Seasons. Mm-hmm. Oh ja, yeah, wir sind hier im Zelt, der Hyannisport Zelt, in der Theater. Und wir sind hier, I'm here with Frankie and with our road manager Pat Welch. So Frankie kommt runter und sagt, hey, hello, hey, Frankie, hello, and Pat Welch. Well, you know, bis dann, ich habe mit den Platters gespielt und ich habe mit Jimmy Clanton gespielt und ich habe mit Freddie Cannon gespielt und ich habe mit so vielen Stars kennengelernt, die kommen und gehen. Mhm. Und alle sagen unterwegs, Mensch, du bist sowas vom Tod. Entschuldigung, ich muss mein Medikament nehmen. Okay. This is live TV, man. And the ganze Jungs sagen immer, oh, hey, baby, you know, you're the best. You know, give me your number. Nichts passiert dann. Ach, komm. So as Frankie sagt, oh, very good. Yeah, give your number to Pat Welch. I said, yeah, sure, I'll do that. I didn't give him the number. But I have talked to this nette Schlagzeuger. He said, Jerry, wow, Mr. Nette Kerl, give me the number. Wir können in Verbindung bleiben. Und tatsächlich, über die nächste... 8 Monaten, ich rufe ihn an, er ruft mich an. Okay. Und ich sage, well, wo bist du? Ja, wir sind in Vegas. Und, ja, ich visit in wieder Hyannis oder in New Jersey oder in Boston oder, you know. Aber, wow, Vegas? Und dann sagt er, ja, we were just overnight in Carowinds in Carolina. Und wir fliegen noch, wir fliegen hier und fliegen. Ich sage, Mensch, ich möchte auch fliegen. Warum bin ich immer in einem Bus? Ja, und dann einmal Jerry sagt, weißt du was, es könnte sein, dass wir brauchen eventuell einen Rhythm-Gitarrspieler. Mm-hmm. Oh ja? Ja. Gib meinen Namen drin. Ja, wärst du interessiert, Rhythm-Gitarre, du bist Lead-Gitarre und Sänger und alles, mit uns wärst du nur Rhythm. Ja, aber mit Frankie Valli in the Four Seasons. Mm. Auch was, gell? Mm. Okay, und... So ist es gelungen, dass er sagt, ja, du könntest mit Joe Long damals, er war der Bassist, und er war doch der Bandleader. Mhm. Jahre, 15, 20 Jahre lang. Und der nette Kerl, ich sollte zu ihm, und natürlich, ich wohne jetzt in New Jersey, weil ich arbeite mit den Happenings, und Frankie war
Station in New Jersey auch. Aha. Gut, so ich gehe zu dem Joe und wir plaudern. Und ich sage ihm, ja, aber weißt du, weil er hat mir gesagt, du wirst nicht mit der Four Seasons fliegen, du wirst in dem Bus. Ach so. Weil du bist, ja, aber schon wieder in dem Bus. Ich sage, ja, aber das ist, du bist mit einer, der Duke ist unser Right-Hand-Man, er fährt in den Wagen. Und du musst sein, du musst nichts tun. Mhm. Aber du spielst Rhythm-Gitarre und wir bezahlen nicht für den Flug. Aber du spielst doch in der Big Band, in der Band, und du liest, es war doch was in der Band, ja. Natürlich, das hat mir eingezogen. Aber ich sage ihm, ja, wenn ich nur eine mehr oder weniger rosiger Roadie bin, dann bin ich auch nicht zufrieden. Mm. Okay, ich bin doch, du fährst mit diesem wunderbaren Duke, fantastischer Kerl, spielt Autosax, lieber Kerl, liebvoller Kerl. Gott sei Dank gibt er noch. Und der erste Gig war 16 Stunden Fahrt. Ich erinnere, wir haben nach Chicago gefahren. 16 Stunden. Und wenn du 16 Stunden fährst, und dann manchmal fährst du auch dann mit dem Anhänger, eventuell du sagst, ja, und du hilfst. So plötzlich bin ich irgendwie doch ein Roadie. Mhm. Ein Jahr später, ich kriege einen Anruf von Lee Shapiro, der Pianist, der Dirigent damals, weil er war dann der Dirigent, zwei Dirigenten. Mhm. Einer war der Pianist, der hat die Arrangements geschrieben, und der Bassist. Und die nehmen ein Album auf in L.A. und in Hollywood, und ich bin in New Jersey, Pause. Mhm. Danke, weil wir sind immer 30 Tage unterwegs, 40 Tage unterwegs. Und er sagt, du John, wir brauchen dein Gitarre. So, du brauchst mein Gitarre. Gibt es keine Gitarre in L.A., weil wir haben diese schöne 58er Gibson 340 Stereo. Hast du gehabt? Ja. Wow. das war einmal. Und ich sagte, ja, aber Lee, Don hat seine eigene Gitarre. Ja, aber er wollte sehr gerne deine Gitarre spielen. Wirklich. Correct. Kannst du das hier fliegen? Ich sagte, was soll ich denn schicken? No, du solltest bringen. Aha. Ich habe gedacht, was spinnt er? Ich muss nach Kalifornien fliegen, 5 Stunden, das kostet, mein Gitarre abliefern. Ja, wir möchten sie Gitarre. Okay, was passiert ist, sollte ein Wechsel sein. Ach so. Und der Jungs war sehr zufrieden mit mir in der Band. Und einmal auf ein Gig hat die Bob, wer die ganze Lieder geschrieben hatte, und er war auch der Arranger, und er hat die ganze produziert, Bob Ugario. Die haben mir Backstage gebracht vor dem Gig und gesagt, oh, kannst du das mit uns singen? Mhm. So, okay, so ich singe, ja, yeah, whatever, oh baby, whatever it was. Ich sagte, okay, gut, das war's denn. Und dann Wochen später muss ich kommen, und es könnte sein, dass du spielst auch auf die Album. Okay. Wenn du möchtest. Aha. Ja, merke gerne. Tatsächlich, da war ein Wechsel. Der Bassist ist nicht mehr dabei. Okay. Der ehemalige Gitarrespieler ist jetzt der Bassist, das war Don Ciccone. Okay. Und du bist der Lead Guitar. Und ich bin jetzt einer von der Four Seasons. Super. Und das war wann? Das war 75. Ah. Und das war der Who Loves You Album. Mhm. Und das war der weltberühmt. Und dann, ich war einer von der Four Seasons. Mhm. Und dann Chicago, the Madison Square Garden, ich habe gespielt in Radio City Music Hall mit Rockettes. The Rockettes sind hinter uns mit der Beinen, weißt du? Da habe ich ein tolles Video gesehen aus Las Vegas, wo er spielt. Ja, das ist aus der Zeit, das oder? War. Vielleicht können wir da sogar ganz kurz mal reinschauen. Das ist wirklich unglaublich toll zu sehen. Sure. Ja, schaut mal kurz rein. Das ist doch witzig, oder? Ja, habt ihr wirklich eigentlich die größten, sag mal, Hallen in Amerika gespielt? Durftest du dann mitfliegen endlich oder musstest du immer noch Bus fahren? Ja, als ich einer von den Four Seasons, dann war ich habe die Uniformen alles, der weiße mit Elvis Presley, mit den Collars und den weißen Schuhen.
4 verschiedene Uniformen, alle gemacht bei Rudy. Hollywood, in Hollywood gibt es Rudy, ich glaube. Er hat Elvis seine Uniformen alle gemacht und er hat alle für... Tatsächlich? Ja, weißt du, das alles ist gemessen. Du kriegst deinen Fatigue-Sachen. Wirklich schön. Und ich war ein Rock'n'Roll-Star plötzlich. Wirklich. Vom Everett Miles and the Screamers. Selbe Gitarre, selbe Musiker, genau gleich. Alles ist... Außer jetzt, ich bin ein Rock'n'Roll-Star. Und hervorragend. Ja. Er war traumhaft. Der Musiker, super, Jerry Pozzi, tierische Schlagzeuger, Lee Shapiro, Pianist, Arranger, auf dem Flugzeug, schreibt er für die Geiger für Vegas. Und das Video, das wir gerade gesehen haben, wir waren in Vegas. Ich glaube, das Riviera Hotel. Not 100%. Ich glaube, Riviera Hotel. Und kommt einer und sagt, du, wir machen jetzt kurz ein Video von December 63. Zieh an dein braunen Anzug. So, wir ziehen an. Wo machen wir das? Ja, vor dem Hotel. Wir gehen vor dem Hotel. Sogar ein Zug ist vorbeigegangen. Und dann jemand hat eine Kamera. Und so was, ein Playback. Und wir stehen um, und deshalb sind wir grinsen. So, das ist so blöd. Vor 20 Minuten sind wir in der Bar. Und so sind wir, hey, baby, who loves you? Und das ist dann entstanden, das war ein echtes Video. Das war eine. Also, wie kann sowas passieren? Ja, jemand hat die Idee gehabt, denn, anscheinend für die Werbung für das Hotel. Mhm. Ja. Okay, dann bin ich von 74 oder 73, ich bin nicht sicher mit dem Datum, alles, aber ist egal, bis 78. Mhm. Und dann leider durch Circumstances, Bedingungen? Ja, verschiedene, verschiedene Bedingungen. Verschiedene Meinungen. Ja. Eigentlich, wir headlining at Caesar's Palace und das war der letzte Nacht, das war der Donnerstagabend. Keiner mehr vor Seasons. Tatsächlich? Tatsächlich. Haben Sie aber die Band aufgelöst? Jein. Der Partnership ist aufgelöst. Der Partnership ist unser Vertrag. Okay. Und die nächsten Tage war ich in L.A. in der Unemployment Line. Hinter sowas von bekannten Movie-Stars. Ich erinnere, ich stehe hinter ein gewisser Clue Gallagher, bedeutet vielleicht nichts für dich, aber du hast ihn oft gesehen. Mhm. Hat viel Country-Movies, Cowboy-Movies. Ich sage, Mensch, it was Clue Gallagher. Wow. Hallo. So, yeah, hello. And we, I've been John Piper, I've been musical, blah, blah, blah. I said, Entschuldigung, aber du bist Clue Gallagher. Warum bist du hier on the unemployment? He said, warum bist du hier? I said, yeah, mein Gig ist zu Ende und ich wollte mein Arbeitslosengeld anfangen, weil du weißt nicht, wie lang. I said, jeder Künstler, wenn er keinen Vertrag hat, ist arbeitslos. Und wenn du arbeitslos bist, du gehst und holst dein Geld. Mm. Das ist dein Geld, ich vergesse es nie. Ich habe nie vergessen. Ja. Aber ich bin nicht so lang arbeitslos. Ja. Aber trotzdem, tolle Zeit, oder? Du warst eigentlich dann wirklich in den großen Hallen, hast dort gespielt. Oh, das war wunderbar. War London Palladium. London Palladium war eine Habt ihr weltweit dann gespielt, oder? Habt ihr in Europa auch gespielt, oder? Ich bin eigentlich mit, ja, mit Frankie war ich hier auch, aber dann etliche, nach dem Auflösung. Nach der Auflösung der Band, ja. 78 bin ich eingeladen bei einem Spezi von mir, das ich kennengelernt über die Jahre von The Happenings und The Rock'n'Roller, mit seinem Band als der Vorgruppe für Fats Domino. Und wir spielen, fangen an in Deutschland. Und es ist 30 Tage. Und ich war in der Hotel, in der Homework Hotel mit Mickey McLean und seinem Band. Jede Nacht, oh, das war geil. Jede Nacht ein anderer Act. Entweder Tapdancer oder Singer, sogar Dick Hames, Actors, Comedians. Oh, das war super. Jede Nacht andere Noten. Wow, ich habe so viel gelernt, der Mickey McLean, tierische Musik. Und dann, so ich hab, wir sind erlaubt, damals in den USA mit dem Gewerk, du darfst 30 Tage frei, solange als du einen Vertreter hast. Und ich kriege diesen Anruf,
Ich rufe den Jeff Lutz, ein Junge, heißt Jeff Lutz? Nicht Jeff Lutz, Jeff sagt etwas. Ein Gitarrespieler? Möchtest du 13 Tage Arbeit haben? Er sagt, ja. Ich sage, gut, komm mit mir heute Abend. Er ist mit mir gekommen, er hat ein Buch. Er hat eine Show gesehen, wo er sitzen muss, praktisch. Und gut, und ich bin 2 Tage später in England. Fange an mit 3-4 Tage Probe mit this Rock'n'Roll, Crazy Shana-Na Type Band, Rock'n'Roll Band. Und Opening Night ist Olympiahalle in München. Und dort habe ich eine gewisse Margie gesehen. Und das war der Anfang von der Rest meines Lebens. Seitdem bist du in München geblieben, dann eigentlich danach? Seitdem, aber so 8 Monate später bin ich hier gekommen und ja, nie weg. Ja, das ist witzig. Ja. Und jetzt, wir sind über 40 Jahre zusammen verheiratet. Toll. Ja. Du, John, vielen, vielen Dank für deine interessante Story. Danke dir. Das ist ganz, ganz klasse. Einladung. Ja, also ich, weil du weißt, ich wollte immer, dass du mal kommst und das erzählst. Und ich hoffe, euch hat es auch total gefallen. Ihr habt einen Einblick bekommen, wie das ist, wenn man Gitarrist wird in Amerika und das dann so weit schafft, dass man im Jet unterwegs ist. Ja, schön. Der Jet ist wesentlich schöner als der Lastwagen, ich muss ehrlich sagen. Ein Bus oben auf den Boxen liegen. Ja. Nicht schlecht, ja. Toll. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen, wenn ihr zum Beispiel auch Fragen an den John habt über irgendwas. Ja. Schreibt uns gerne Kommentare. Das kann der John auf jeden Fall lesen. Und euch auch antworten vielleicht. Ja, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Nächsten Freitag gibt es wieder eine neue Folge von Supergen TV. Abonniert uns, drückt die Glocke. Das hilft uns wirklich sehr. Und ich freue mich auf nächstes Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Also danke, John. Ja. Danke dir. Bis bald. Ciao. Ciao. Vielen Dank.